Das Aqualand Las Palmas ist ein Wasserpark auf der kanarischen Insel Gran Canaria. Nach dem Siam Park auf Teneriffa sowie der zweitgrößte von der Inselgruppe. Das Aqualand bietet insgesamt 33 verschiedene Wasserrutschen, ein Lazy River, ein Wellenbecken und ebenfalls Seelöwen. In diesem Video werde ich euch den gesamten Wasserpark vorstellen und ebenfalls zeigen, welche Wasserrutschen sich am meisten lohnen. Des Weiteren gibt es ein allgemeines Fazit zum Park und Tipps für euren Besuch. Ich habe das Aqualand in den letzten 10 Jahren bereits öfters besucht und das Video bezieht sich natürlich nur auf meine Erfahrungen. Der Wasserpark befindet sich im Süden von der Insel Gran Canaria, etwas landeinwärts von Las Palmas. Mit dem Auto ist dieser leicht zu erreichen und es gibt einen großen Parkplatz, aber ebenfalls fahren von Las Palmas und Playa de Ingles Busse bis direkt zum Aqualand. Bei Snake Falls handelt es sich um eine Rutschentour mit 4 Family-Rutschen, darunter eine Breitrutsche, eine Mini-Freefall, eine Freirutsche und eine Röhrenrutsche. Leider sind die beiden letzten aber sehr langsam und mal teilweise fast an. Für Kinder aber trotzdem ganz nett und die Tour sieht wirklich super aus. Anaconda ist die einzige Wasserrutsche vom Pro Slide im Aqualand. Die 200 Meter lange Raft Slide hatte eigentlich klebertförmige Viererreifen, wurde bei meinem Besuch aber mit normalen Doppelreifen genutzt. Während der Strecke gibt es sogar einen kleinen Trichter, aber leider kann man schadmäßig nur darin eine Runde drehen. Ist auf jeden Fall nicht zu spannend, aber trotzdem echt schön lang und für Familien eine tolle Rutsche, die auch super eingebettet ist. Mit Tornado hat der Park auch eine Trichterrutsche für Reifen. Nachdem ihr in der langen und dunklen Röhre Geschwindigkeit aufgenommen habt, dreht ihr daraufhin ein paar Runden im Trichter. Auf jeden Fall nicht die stärkste Anlage vom Typ, aber Trichterrutschen sind trotzdem immer ein Highlight. Direkt daneben startet Mammut, eine Raft-Slide mit mehreren Wellen, die ihr im Booten für bis zu 3 Personen erleben könnt. Es gibt keine Kurven und die Länge fällt eher kurz aus, aber die Drops sind wirklich ganz nett. The Spiral ist eine Spiral-Body-Slide, welches sich auch immer in der konstanten Kurve um die Wendeltreppe windet. Auf jeden Fall nicht so spannend und leider hat man viel zu wenig Geschwindigkeit. Sieht von außen aber auf jeden Fall nicht schlecht aus. Adrenalina ist eine Reifenrutsche mit 2 großen Drops und Black Hole Part. Man kann hier wirklich sehr gute Geschwindigkeiten erreichen und die 2 Abfahrten machen echt Spaß. Mit Rapids hat das Aqualand auch eine normale halboffene Wasserrutsche für Reifen, wo ihr in den Kurven nicht hin und her schwingen könnt und welche sich einmal den Hang hinunterschlängelt. Bei Kamikaze handelt es sich, wie der Name schon sagt, um 2 Kamikaze-Rutschen, also Turborutschen mit mehreren Wellen. Hier könnt ihr auch ein echt gutes Tempo erreichen und vor allem der letzte Drop ist echt gut. Direkt nebendran befindet sich Speedboats, eine doppelte Reifenrutsche aller Kamikaze, wovon eine 2 und die andere 3 Abfahrten hat. Mit Boomerang hat das Aqualand eine große Halfpipe. Die Rutsche wurde in den letzten Jahren auch gestaltet und passt jetzt deutlich besser in das Gesamtbild vom Park ein. Im Reifen geht es hier zunächst einen steilen Drop hinunter in die Halfpipe rein, wo es sogar leicht abhebt. Danach schwingt ihr ein paar Mal hin und her, bis die Reifen an dem tiefsten Punkt zum Stehen kommen. Macht wirklich echt viel Spaß und sollte man nicht auslassen. Ein weiteres Highlight vom Park ist auf jeden Fall Water Labyrinth, eine riesige achtbahnige Mattenrutsche. Wurde auch wirklich schön thematisiert und macht echt eine Menge Spaß. Zunächst gibt es hier eine Helix mit Daylight-Effekten, bevor eine lange Abfahrt folgt. Für eine Mattenrutsche auch wirklich eine sehr große Anlage und sehr schön am Hang integriert. Die letzte Großwasserrutsche vom Aqualand ist Twin Racer Turbulence. Meine Lieblingsrutsche vom Park und auch allgemein eine der besten Reifenrutschen, die ich persönlich bisher erlebt habe. Der Dueling Boomerang startet von einem sehr hohen Rutschenturm und es folgt erstmal eine lange, langsame Röhrenrutsche, wo beide Seiten nebeneinander herführen. Daraufhin folgt ein großer Drop und der Boomerang, wo er immer hochpendelt. Wirklich eine sehr große, aber auch sehr gute Rutsche, die eine Menge Spaß macht. Vor allem kommt ihr auch beim Boomerang ein ganzes Stück nach oben. Auch diese Rutsche wurde im Nachhinein noch gestaltet und auch wenn ihr den Hang nicht nutzt wie die anderen, sieht sie echt gut aus. Definitiv mein Highlight im Aqualand. Die neueste Rutschenanlage vom Park ist Adventureland. Diese hat noch nicht lange geöffnet und bietet insgesamt 8 Kinderrutschen, darunter welche mit Hügel und auch Breitrutschen. Für Kinder auf jeden Fall ein toller Bereich. Allerdings befand sich an der gleichen Stelle zuvor ein Rutschenturm mit 3 wirklich guten Turborutschen, den ich wirklich hinterher trauere. Es gab hier früher eine sehr schnelle Freefall und 2 weitere Turbos, die wirklich sehr intensiv waren. Hat mir damals wirklich echt gut gefallen und deswegen finde ich es extrem schade, dass sie für die Kinderrutschen abgerissen wurden. Das Aqualand besitzt mit Children's Paradise noch einen weiteren Kinderbereich mit einem großen Pool und sehr vielen Rutschen für die jüngsten Gäste. Ebenfalls gibt es in Polynesia ein großes Water Playhouse. Mit dem Discovery Beach besitzt das Aqualand natürlich ebenfalls ein Wellenbecken, auch wenn die Wellen hier eher klein ausfallen. Und einmal dort herum führt mit Pirates River auch ein Lazy River, über den ihr euch mit Reifen treiben lassen könnt. Und zum Abschluss gibt es im Aqualand ebenfalls noch ein Gehege für Seelöwen, mit welchen zu einem Aufpreis auch geschwommen werden kann oder Fotos gemacht werden können. Das Aqualand Las Palmas hat eigentlich das ganze Jahr geöffnet und kann deswegen auch im Winter besucht werden. In der Regel ist der Park von 10 bis 17 Uhr geöffnet, nur schließen die Rutschen bereits 30 Minuten vor Parkschluss.
Erwachsene bezahlen für einen Tageseintritt im Aqualand 31 Euro und Kinder 22 Euro. Ebenfalls sind die Liegen im Park kostenpflichtig. Alle aktuellen Infos zu den Preisen und zu den Öffnungszeiten gibt es natürlich auf der Website. Ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, den Park im Winter zu besuchen. Im Sommer gibt es wirklich hohe Wartezeiten, aber im Winter ist der Park echt leer. Ich habe das Aqualand bereits schon öfters am 1. Januar besucht und da kam es wirklich nie zu Wartezeiten. Im Sommer, vor allem in der Hauptsaison, kommt es hier nicht nur zu hohen Wartezeiten an den Wasserrutschen, sondern ebenfalls an Essensständen. Im Sommer ist das Aqualand auf jeden Fall deutlich voller als im Winter und es kommt zu hohen Wartezeiten, vor allem bei Twin Racer Turbulence, den Trichter und Anaconda. Im Winter allgemein, selbst zwischen Weihnachten und Neujahr, hatten wir wirklich einen sehr angenehmen Besuch. Dafür ist es zwar nicht ganz so warm, aber trotzdem meist knapp über 20 Grad und deswegen für den Wasserpark vollkommen in Ordnung. Natürlich ist es auch sehr empfehlenswert, direkt zur Öffnung da zu sein und die beliebtesten Rutschen direkt mitzunehmen. Das Aqualand Las Palomas ist definitiv ein sehr zu empfehlendes Ziel auf Gran Canaria und ein Besuch sollte beim Aufenthalt auf der Insel Pflicht sein. Seit der Eröffnung von Twin Racer Turbulence hat das Aqualand wirklich sehr stark expandiert und sich zu einem wirklich sehr schönen Wasserpark entwickelt. Vielleicht vor allem durch den seit Jahren geplanten CM Park auf Gran Canaria verursacht, aber für uns Besucher natürlich super. Von Wasserrutschen her hat der Park wirklich eine sehr gute Auswahl. Ich vermisse auf jeden Fall sehr stark die drei Turborutschen, aber alleine Water Labyrinth, Twin Racer Turbulence und der Boomerang sind Highlights. Die neueste große Rutsche Anaconda ist auch eine sehr schöne und lange Family Raft Slide. Vor allem ist schön zu sehen, dass der Park hierfür mit der Firma ProSail zusammengearbeitet hat, aber auch die neuesten Pulley-Installationen sind echt gut. Sonst gibt es im Aqualand aber trotzdem weiterhin eine größere Auswahl von älteren klassischen Rutschen. Der Bereich rund um das Seelöwengehege würde vielleicht am meisten etwas Arbeit in Zukunft vertragen, aber mit den ganzen Investitionen in den letzten Jahren wurden viele Parkteile auch schon bereits sehr schön aufgehübscht. Auch für Kinder gibt es hier wirklich eine große Anzahl an Wasserrutschen und mit dem Wellenbecken auch eine große Wasserfläche, auch wenn die Wellen eher klein ausfallen. Als ich den Park das erste Mal besucht habe, waren abgesehen von den bereits erwähnten Turborutschen noch viele andere Rutschen im Park vertreten. Wie eine lange mehrspurige Breitrutsche, drei halboffene Wattenrutschen und auch bei den Speedboats und der Kamikaze gab es hier zuvor andere Anlagen, wenn auch mit dem gleichen Verlauf. Die gesamte Entwicklung vom Aqualand Las Palomas ist aber wirklich sehr positiv zu erwähnen und ich bin wirklich sehr gespannt, was die Zukunft noch bringen wird. Mir persönlich gefällt der Wasserpark wirklich sehr und ich besuche ihn sehr gerne immer ein bis zweimal, wenn ich auf Gran Canaria bin. Und deswegen kann ich auch euch wirklich sehr empfehlen, den Wasserpark zu besuchen. Falls ihr jetzt noch offene Fragen habt, könnt ihr diese sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst, was euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.